Wir müssen uns wirklich wie beim Ostereiersuchen durch die Blätter bahnen und gucken, wo liegen Kürbisse und wo sind sie reif. Gut, dass wir rausgegangen sind. Ich meine, perfekt, da geht's nicht. Sonne, Sonnenschein, leichte Brise. Ist das. Im Garten ist er häufiger als zu Hause. Seit April geht das so. Hildesheim hat der gebürtige Kanadier Rick Sanders ein neues Hobby entdeckt. Und deshalb sieht sein Garten auch leicht zugewuchert aus. Er züchtet Kürbisse. Und die machen sich ziemlich breit. Die brauchen 40, 50, 60 Quadratmeter pro Pflanze. Da kann man schmaler, kleiner. Die Pflanze ist ein bisschen kleiner, vielleicht 30 Quadratmeter. Aber dann, ja. Das ist groß. Ich habe das jetzt dieses Jahr gemerkt mit dir. Hat eine schöne große Pflanze hinten. Und er gibt ja ziemlich gut Gas hier. Am Ende kann sein, wenn das geht weiter, das ist mein bestes Stück. Der Handwerker hat wohl einen ziemlich grünen Daumen. Unglaubliche 350 Kilo hat der Kürbis schon. Letzten Herbst wog der schwerste 384. 7 solcher Riesen hat er in diesem Jahr großgezogen, auf 1000 Quadratmeter Fläche. Zu seiner kleinen Gartenparzelle hat er noch eine dazu gepachtet. Trotzdem ist es eng und alle Arbeit bleibt an ihm alleine hängen. Das Grundwasser ist knapp. 500 Liter am Tag würden die Kürbisse so richtig wachsen lassen. Doch seine Wassertanks sind leer. Im April hat er angefangen. Kürbiskerne gekreuzt und vorgekeimt. Sein Geheimnis? Kerne aus den USA von gigantischen Kürbissen. Rick Sanders ist der amtierende niedersächsische Kürbismeister. Im Gewächshaus liegt sein absoluter Favorit. Er vermisst ihn fast täglich, um zu berechnen, wie viel er zunimmt. Ja, Gewicht. Es kann bei mir, ich habe geschafft, nur 10, 12 Kilo am Tag. Also. Ja, und jetzt zur Zeit, dann hat natürlich es immer weniger und weniger, 4 oder 3 Kilo am Tag. Das wächst nicht mehr. 7 Mal in Folge hat er gewonnen. Doch in diesem Herbst wird es erstmals ganz schwierig, den Titel zu verteidigen. Und das liegt an seinen Freunden und Kontrahenten aus Melle bei Osnabrück. Konditor Wolfgang Willmann und sein Sohn Daniel. Nicht so ganz leuchtend, so ein bisschen matt ist er. Das waren die Eltern auch. In den Eltern war auch dieses Grün drin. In diesem Jahr überlassen die beiden nichts dem Zufall. Hier haben wir den Stammbaum von dieser Frucht. Da sieht man, dass ein Teil der Eltern ein Pitura war. Das ist, ein Amerikaner. Und der andere Teil ist Rick Sanders. Also in diesem Kürbis ist wirklich ein Stück Heimat. Heimat aus Hildesheim drin von Rick, der auch einen guten Pitura hatte, der auch viel Gewicht gebracht hatte. Und er hat mir die Kerne überlassen oder uns die Kerne überlassen und wir haben dann das weitergezüchtet. Und das war im Jahre 2010. Die Eltern von ihm waren schon mal in Börsum mit 335 Kilo.
Unter Kürbiszüchtern dieser Welt gibt es eine magische Marke. 1000 englische Pfund, etwa 450 Kilo. Und die wollen sie in diesem Herbst knacken. Alles gut. Alles gesund. Nachtruhe. Keeper kann schlafen. Nachts bekommt jeder Riesenkürbis eine Kuscheldecke. Und vor der Morgensonne schützen dann ausreichend Schirme. Dreimal sind Vater und Sohn schon angetreten. Dreimal wurden sie nur Zweiter. Das soll sich ändern. Den Teich haben sie gegraben, um das Regenwasser aufzufangen. 103.000 Liter Wasser wurden schon an die Kürbisse gepumpt. Und die bekommen jeden Platz, den sie brauchen. Mehr als 7.000 Quadratmeter misst das Willmannsche Feld. Gut 5.000 sind nur für die Kürbisse reserviert. Für hunderte kleine und für die Riesen. Ab 10 Grad nachts wird es denen zu kalt. Noch eine Woche bis zur Meisterschaft. Austragungsort ist Börsum, nördlich vom Harz. Britta Bötel hat sich das alles ausgedacht. Ich würde sagen, wir laden jetzt die und diesen anderen Haufen auf und dann die Kisten von gestern. Aber er trifft bitte nicht mehr lang. Ja, deswegen gehe ich ja hier lang. Ich gehe hier lang. Ja, ich gehe hier lang. Bitte. Danke. So um die 70 Sorten wachsen auf dem Feld der Bötels. Ganz viele Zierkürbisse und noch mehr essbare. Doch so richtig in Schwung sind die Pflanzen nicht gekommen, weil es im Frühjahr zu kalt war. Die Hokkaido sind noch ganz gut gewachsen. Nur der Rest will einfach nicht pünktlich zum Fest reif werden. In diesem Jahr ist es so, wir müssen uns wirklich wie beim Ostereiersuchen durch die Blätter bahnen und gucken, wo liegen Kürbisse und wo sind sie reif. Die sind noch nicht ganz reif, die sind noch ein bisschen hell. Also ich guck mal, hier ist zum Beispiel einer, der ist richtig schön satt orange und daran erkennt man den Reifegrad. Und wenn ich die jetzt mal zusammenhalte, würde ich sagen, die anderen können noch 2 Tage Sonne ab. Damit sie dann so aussehen. Bötels Hof wird rausgeputzt für die Meisterschaft. Außer Willmanns und Rick Sanders haben sich schon 16 andere Züchter angemeldet. Noch ein Teilnehmer. Takatukaland, ein Kindergarten aus dem Nachbarort. Unsere Einrichtung meldet einen Kürbis zum Wettbewerb an. Toll, freue ich mich. Das ist das erste Mal, dass diese Einrichtung teilnimmt. Freue ich mich sehr. Wegen der Kürbisse werden in Melle sogar die Ferien verschoben. Sommerurlaub kennen will man's nicht. Dieses Jahr könnte das Konzept aufgehen. Ein neuer Rekord deutet sich an. 438 Kilo wiegt ihr Superkürbis jetzt, haben sie berechnet. Rick Sanders ist der einzige Konkurrent. Schön wäre ja, wenn wirklich auch Leute kommen würden, die ebenfalls einen großen Kürbis gezüchtet haben, um mit auszustellen. Ja, man muss die Möglichkeit auch haben, den hinzukriegen für den Transport, weil das ist ja auch nicht ganz so einfach. Anhänger, Geschirr zum Verladen. Ja. So, jetzt ist das hier.
I'm sorry. Der Tag der Entscheidung. Rick Sanders hat eine neue Konstruktion entwickelt. 51 habe ich gerechnet. Die war auch nötig. Denn das hier ist der größte Kürbis, den er je gezüchtet hat. Ich habe gewohnt schon ein bisschen schwerer, aber na, ist wie gerechnet. 458,2 Kilo. Oh! Wenn der Flaschenzug nicht hält, ist alles hin. Der Kürbis, der Titel, die ganze Arbeit. Ja, wir können das ein bisschen schaukeln, ja? Schieb das irgendwo hin. So, muss das Palette ein bisschen vermitteln, ja? Ich weiß. Ja, hier, wir müssen das Hecke schieben, ja? Es geht noch schlimmer. Ja, das ist mein... Man kann sagen, wir müssen ab und zu der Hecke erst drücken, ja? Er hat es ja auch schon mal anders gemacht. Er hat das schon mal so ein Krankenbett gehabt. Vor Jahren, ne? Da kam er mit dem Krankenbett und dann kam er hier mit dem Kürbis dann gefahren, ja. In Börsum warten schon die Herausforderer. Zur Erinnerung, rund 450 Kilo sind 1000 englische Pfund. Ja? Wahnsinn. Hi. Ne? Hast du denn die 1000 geknackt? Ja. Wie letztes Jahr angemeldet. Ja? Okay. Gerade so. Gerade so? Und dann wird's spannend. Aber wir alle die 1000 geknackt haben oder knacken wollten. Ja, habt ihr? Warte. Was beide noch nicht wissen, in der Scheune ist schon einer. Und mit dem hat keiner hier gerechnet. Der ist genauso riesig. Hat Ricks Waage im Garten richtig gewogen? Der hier wiegt nur 2 Kilo weniger. Alle sind nervös und halten sich erstmals an die Wettkampfbedingungen. Bei allen wird der Stiel gekürzt. Auf den Zentimeter genau. Aber ist richtig so? Ja. So ist richtig. Jetzt ist der Titelverteidiger dran. Letztes Jahr hat er mit 384 gewonnen. Im Garten war der hier schon 458 Kilo schwer. Doch hier sind es 100 Kilo weniger. Aber die Plattform ist auch verrutscht, ne? Genau, das kann nicht passen. Das ist, bei den Ziehen eben, habt ihr doch, ist hier da geschoben worden. Die müssen wir noch mal kurz hochnehmen. Wir müssen das noch mal machen. Stimmt irgendwas mit der Waage nicht? Ja, genau, da musst du, warte, hier hoch, so, noch mal. Gut. Besser? Da bin ich mit zufrieden, ja. So spannend war es noch nie. Ricks Herausforderer sind beide mit einem Kürbis angereist. Doppelte Chance auf den Titel. Sonnenschirme, Kuscheldecken, Beregnungsanlage. Hat es das nun gebracht? Es bleibt geheim. Das große Fest. Hunderte Neugierige kommen auf den Hof der Bötels nach Börsum. Aber der ist sehr schön. Auf diesen Tag im Herbst haben die Züchter hingearbeitet. Für Ruhm und Ehre, um einmal im Mittelpunkt zu stehen. 7-mal war das Rick Sanders. Und Jahr für Jahr hatte er einen noch größeren Kürbis dabei, als einziger. Normalerweise ist es schon bekannt. Aber jetzt, wer weiß. Aber ich habe eine Idee, dass wir werden neuer Meister dieses Jahr. Mit bloßem Auge ist es jedenfalls nicht zu erkennen. Mann, oh Mann, Mann. Ja, ist ja Waldi, ne? Ich weiß nicht. 200, 300, 400 Kilo? Ja, so in etwa. 4 Züchter sind noch im Rennen. Ich möchte die Kinder jetzt bitten, die erste Ziffer anzuschreiben. Und das ist die Ziffer, die hinter dem Komma steht. Schreib bitte im Grunde die letzte Ziffer. Und die ist noch bei allen gleich. Und ihr schreibt jetzt die letzte Ziffer. Persönlicher Rekord für Rick. Doch Meister ist Wolfgang Willmann aus Melle. Herzlichen Glückwunsch! Er gewinnt mit 467,5 Kilogramm.
Gramm. 9 Kilo mehr, die hatte Ricks Riese einfach zu wenig. Ja, ich hab das gedacht. Ich hab das schon gewollt. Ich dachte, ich krieg 4. Platz eigentlich. Ja. So, ich freue mich. 2. Platz ist gut. Er hat die Messlatte verdammt hochgelegt. Dafür natürlich auch noch mal hier Rick. Und den 2. Platz ist natürlich auch ein super Ergebnis. Natürlich nehmen wir einen kleinen 2. auch noch mit nach Hause. Super schön. Wir freuen uns, dass der Niedersachsenmeister in Melle sein kann diesmal. Und nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Bei der deutschen Meisterschaft hätten die hier übrigens keine Chance. Da geht's bei 600 Kilo erst los. Interessant sind bei diesen nur die Kerne. Der Rest wandert tatsächlich auf den Kompost. Viel Verkehr an diesem Herbstmorgen. Das ist windig, ne? Das braucht man zum Strandsegeln. Diese beiden segeln gegen und miteinander. Ich hab ein bisschen Schiss. Ah, weil das gleich ganz schnell wird. Hey, ich bin ja nur geflogen. Ich bin nur geflogen. Und das in deiner Gewichtsklasse. Yay. Gitta fliegt auch durch die Kurven. Und Sven fliegt sowieso immer vorne weg. Ja, langweilig, ne? Der Schleswiger Sven Kraja ist Segelmacher und Weltmeister im Strandsegeln. Seinen Titel hat er im Frühjahr in Frankreich gewonnen, ausgerechnet. Ein Triumph in der Höhle des Löwen. Die Franzosen sind die führende Strandsegelnation. Es gibt an sich nur einen Segelmacher in der Strandsegelbranche, der auch segelt. Der segelt auch in der gleichen Klasse, das ist also auch ein Franzose. Und naja, also wir sind jetzt nicht die ganz Top-Fahrer, aber das ist schon so international ganz gut, dass, wenn der Segelmacher auch segelt. Das ist schon schlau. In seiner Segelmacherei an der Schlei gibt's gerade besonders viel zu tun. Denn am Wochenende sind deutsche Meisterschaften. Ein paar Kameraden vom Yachtclub St. Peter-Ording warten schon sehnsüchtig auf ihre Segel. Vielleicht hoffen sie, dass sie damit ähnlich erfolgreich sind wie Sven. Der ist mit 13 durch seinen Stiefvater zum Strandsegeln gekommen und schon seit Jahren ganz schwer zu besiegen. Sven macht aber nicht nur Strandsegel, sondern Segel aller Art. Für den Wassersport, sogar fürs Eissegeln. Und er entwirft Prototypen. Er sagt mir eine Sportart, die am Ende angekommen ist. Also das ist, es wird ja immer entwickelt. Also das ist, selbst wenn der Fußball schon irgendwie anders genäht werden kann und schneller fliegt, also dann kannst du dir vorstellen, wie das beim Segeln ist, wo ganz viele große Faktoren ja eben eine Rolle spielen. Das ist, im Prinzip ist es wie eine Formel 1. Also es wird immer gebastelt in Kohle, in Kevlar, in anderen Materialien, mit Dehnung, mit Gummi, mit Luftdruck, alles. Und sollte es mal keine Bestellungen für Segel geben, Taschen gehen zu jeder Jahreszeit. Segeltaschen, Sporttaschen, Aktentaschen, Handtaschen, Kulturtaschen, egal. Während Anna, Lea und Sven kleben, schneiden und nähen, sitzt nebenan Gitta über der Buchführung. Gitta Steinhusen ist Seglerin, Eisseglerin, Svens Freundin und als Strandseglerin auch seine Konkurrentin. Sven, der ist schon in einer ganz anderen Liga als ich. Also ich als, sag mal, Mädchen, das nicht so doll, weil bei mir fährt die Angst auch oft mal mit, weil das zu schnell wird für mich. Von daher, da habe ich überhaupt keine Chance, Sven zu schlagen. Was keineswegs heißen soll, dass sie es nicht immer wieder versuchen würde. Wofür packt man sein Auto voll bis unters Dach?
damit man es wenig später wieder auspacken kann. Bei den deutschen Meisterschaften in St. Peter-Ording starten Gitta und Sven in einer hier ganz neuen Klasse mit ihren Mini-Yachten. Das Basteln ist sozusagen eröffnet. Im Prinzip ist die einzige Regel, die es gibt, muss ich alles in einem Kreis von 5,60 Meter abspielen. Und die Schubkarrenräder sind vorgeschrieben. Und sonst kann man basteln, was man will. Mast drauf, Segel drauf, fährt. Fehlt nur noch die technische Abnahme. Bitte schön, noch einen oder was? Ja, ich hab da extra einen. Nur einen, ne? Nein. Ja. Sven hat einen. Ja, super. Erst wenn das letzte Schräubchen angezogen ist, trifft man sich zum Dämmershoppen in den Dünen von St. Peter-Ording. Im Clubheim herrscht Wiedersehensfreude. Und nebenbei werden die Startnummern gezogen. Viertel nach neun, Briefing ab Yachthafen. Welche Nummer hast du denn? Ich habe die 10 und du? 22. 1961 war das Gründungsjahr des Yachtclubs. Doch zunächst wurden die Strandsegler eher bestaunt als ernst genommen. Die Segler müssen Sturzhelme tragen, denn Strandsegeln ist eine harte und manchmal auch gefährliche Sache. Unfälle sind dabei auch schon vorgekommen. Man darf annehmen, dass diese verhältnismäßig wenig bekannte Sportart mit der Zeit mehr und mehr Anhänger finden wird. Ende August 1967 gelingt der Sprung in die Spätausgabe der Tagesschau. Strandsegeln ist jetzt als spektakuläre Sportart anerkannt und St. Peter-Ording eins der berühmtesten Reviere der Welt. Schon zum zweiten Mal werden hier die Europameisterschaften ausgetragen. Die Nacht war wieder viel zu kurz. Die Regattabahnen sind ganz weit draußen. Trotzdem kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Jeder möchte am Strand die Natur genießen. Und wir sorgen eben dadurch, dass wir diese Sicherheitszone aufbauen, auch für die Sicherheit der Touristen. Ja? Es ist heute sehr schöner Wind. Es bleibt trocken, es wird noch schöner. Und der Grund ist auch schön hart. Das heißt also, es besteht nicht die Gefahr, dass man stecken bleibt. Es gibt aber einige Kollegen, die trotzdem dann stehen bleiben. Und wenn man selber aktiver Strandsegler ist oder war, dann versteht man manchmal nicht, warum der eine Kollege mit Vollspeed an einem vorbeifährt und man selber muss aussteigen und anschieben. Passiert alles. Passiert alles. Den Anfang machen an diesem ersten Regattatag die großen Yachten. Die erreichen schnell Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern. Und wo enorme Kräfte wirken, gibt's auch öfter mal Kleinholz. Ich bin aber okay. Du bist okay, das ist ja okay. Ich schick genau. Mal Auto, ne? Hier, ich, halt mal. Ach, Rad ab, wa? Dann könnt ihr mal was Schönes sehen. Machst du es heilig? Also, hast ein Rad ab, ja? Ja. Kommt schon mal vor. Die Rennleitung schickt einen Abschleppwagen. Und nun zu den Mini-Yachten. Gleich sind Gitta und Sven an der Reihe. 16. Briefing. 13. 14. Ja. Ja? Briefing! Diese Wende habt ihr gesehen, Georg, das ist eure erste Wende. Michaela. Vor dieser Marke und Jan machen wir den fliegenden Start. Kennt jeder diese Flaggengeschichte? Ja, ne? Ihr wisst, welche Flagge das ist. Wir haben zwischen 4 und 5 Windstärken, ganz wichtig. Jens Ambusch schleppen wir ab. Das ist ja das Ziel, mehr oder weniger, wo er da steht, ja, mit der Zielflagge. Ach, er steht an der Zielflagge? Ja, ja, ihr müsst da hinten rum, um die rot-weiße. Ja, okay. Na, dann ist ja alles klar. Sven fährt vor, alle anderen fahren hinterher. Und Gitta sitzt ihm im Nacken.
Aber natürlich. So wie zu Hause. Wer übernimmt die Führung? Sven Kraja. Der Rest versucht zu folgen. Gitta gibt Gas. Erfahrung zahlt sich aus. Sven hat schon viele Meisterschaften geholt, wenn auch in einer anderen Klasse. Gitta kämpft. Den ersten Lauf gewinnt Sven. Und zwar locker mit deutlichem Vorsprung. Da kommt der zweite, ne? Ja, aber der Strand ist nicht dafür gemacht, mit so kleinen Yachten da reinzufahren. Da sind ja richtige reißende Flüsse. Du kannst das nicht sehen und dann fährst du 70 und fährst dann in so ein Loch, Fluss, sonst was. Also ich kenne das ja nicht anders, aber die sind das oft nicht gewöhnt und dann ist das natürlich etwas beängstigend, wenn man da in sowas dann sieht. Es ist klitschnass. Schön die Brille getroffen und mir ist alles hier reingelaufen. Herr Gitta, hast du überlebt? Ja, aber mein Sitz ist jetzt tiefer gelegt. Ach, bist du wohl zu schwer, wa? Nee, da waren solche Krater, da bin ich ja, nicht nur du. Gitta, du kriegst auch alles kaputt. Doch ein Kavalier repariert natürlich den Strandsegler, damit die Herzdame ihn im nächsten Rennen noch besser bekämpfen kann. Die Stimmung unter den Piloten entspannt. Noch ist alles drin. Die Platzierung, ich weiß nicht genau, irgendwo so im vorderen Drittel, auch okay. Dafür, dass ich den Start überhaupt nicht mitgekriegt habe und alle schon, ich das ganze Feld erstmal von mir hergetrieben habe. Aber ich habe dann noch ein paar wieder eingesammelt. Verbissenheit klingt anders. Vielleicht, weil das Gros der Strandsegler schon etwas reifer ist. Zweiter Durchgang. Zuerst wieder die Großen. Und dann die Kleinen. Vorne bleibt alles wie gehabt. Sven ist im Feld längst enteilt, der Rest verteilt sich. Wesentlich besser als bei der ersten Wettfahrt läuft es diesmal für Gitta. Sie bleibt Sven dicht auf den Fersen. Relativ. Sven hat schon wieder gewonnen. Das ist gruselig. Aber man kann ja auch stolz sein, dass man mal einen Weltmeister hier von der eigenen Sandbank hat. Gitta landet auf dem zweiten Platz. Was ist bloß Svens Erfolgsrezept? Schneller als die anderen sein. Ein Quatsch. Weiß ich doch auch nicht. Es kann nicht immer jeder gewinnen. Macht aber nichts. Wir kommen gerne her, aber nur zum Feiern. Ja, Party. Grillabend im Clubheim. Gitta und Sven können sich bisher nicht beklagen. Ein Strand ist ein Naturprodukt und es sieht jeden Tag anders aus. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass man hier irgendwie zu Hause ist und man kennt die Löcher oder irgendwie sowas. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren das heute? 3-4 Kilometer. Also, dass ich mir da jede Bordsteinkante merken kann, das ist ja auch Quatsch. Also, ich segel da genauso dämlich rein wie alle anderen auch. Und naja, vielleicht. Du kannst den Strand viel besser lesen. Lesen? Lesen, ja. Was steht denn da? Ja. Kannst du nicht lesen? Ich lese immer die Löcher und das lese ich aber immer zu spät. Dann bin ich da schon drin. Ja. Aber Loch ist nicht gut. Nein. Am nächsten Morgen ist der Wind fast eingeschlafen. Da kommen die meisten kaum vom Fleck. Außer Sven. Mit seinem größten Segel beendet er auch die dritte und letzte Wettfahrt als Sieger. Und Gitta? Knapp geschlagen. Auf dem zweiten Platz eine Dame, Gitta Steinhusen. Und damit haben wir einen deutschen Meister in der Mini-Yacht-Klasse, Sven Kraja. Erst Weltmeister, nun deutscher Meister. Und nächstes Jahr startet Sven bei den Europameisterschaften in St. Peter-Ording. Mal sehen, ob Gitta ihn dann nochmal gewinnen lässt.
Ja, gesprochen wird bei uns heute nicht viel. Wir verstehen uns ohne zu reden. Die beiden sitzen seit 6 Jahren in einem Boot. Und wenn es in den Häusern so aussieht, gibt's auch nichts zu besprechen. Nee, ist nicht viel drin. Kein Edelfisch. Die können wir gleich alle laufen lassen. Können gleich alles wieder rein. Günther Zillmann, der Mann hinten im Boot, und sein Geselle Sebastian Hilgert fahren ihre 6 Reusen am südlichsten Zipfel der Müritz ab. Bisher mit wirklich sehr mäßigem Erfolg. Hier haben wir einen Aal drin. Jetzt ein Aal, der vermarktungsfähig ist. Und ein kleiner Hecht ist auch, der ist auch zu klein noch. So, der geht auch wieder in den See. Ja. Ein Fischtag? Aber kein Fangtag. Bei diesem schönen Wetter, fast windstill, da ist man nur entschädigt für den nicht gefangenen Fisch. Durch das Wetter ist man mit entschädigt. An der 3. Reuse dann endlich zappelt es vermarktungsfähig im Netz. Glauben die beiden. Also rüber. Schlei. Die großen Fische sind mal wieder raus, vermutet Zilmer. Eine Fangzeit zurzeit. Das wissen die Fischräuber auch, wann was gefangen wird und wann nichts gefangen wird. Also das ist auch so lange, wie noch Touristen auf dem See sind. Jetzt befinden wir uns ja wieder im Herbst. Da sind noch wieder Boote unterwegs. Aber die Frühjahr und Herbst ist eigentlich mit die Zeit, wo auch viel geräubert wird. Die schneiden uns Reusen kaputt, entwenden die Fische. Ja, und wir sind eben davon, wir wollen davon leben. Ne? Erwischt hat er noch keinen Räuber. Die kaputten Netze bezahlt er selber. Eine Versicherung gibt es nicht. Dann endlich huscht ein Lächeln über die Gesichter. Den Diesel doch nicht umsonst verfahren. Früher haben wir die Fische nur gefangen und sie eben dann in die Vermarktung gegeben. Aber um heute klarzukommen, ist es eben so in der Firma, dass wir auf jedem Fischerhof die Fische selber mit vermarkten. Und das ist eben ein anderes Leben als vor 30 Jahren. Wenn man Romantik auf dem See liebt, ist das Fahren auf dem See doch schon das Schönere, ne? Ja, aber es gehört eben dazu und das ist eben der Wandel der Zeit. Fast die Hälfte seines Umsatzes macht er mit selbstgeschmierten Fischerbrötchen. An der Müritz heißen sie so, Fischerbrötchen. Seit 35 Jahren fährt Günther Zillmann raus auf die Müritz. Seit der Wende nicht mehr selbstständig, sondern als Angestellter bei den Müritz-Fischern. 10 Betriebe unter dem Dach der größten Binnenfischerei in Deutschland. 20% jedes Fanges gibt Günther Zillmann an die GmbH ab. Die werden dann zentral vermarktet. Was übrig bleibt, darf er in seinem kleinen Laden verkaufen. Ein paar Edelfische sind es dann doch noch geworden. Zander, kleine Maränen, Aale und Hecht. Auch das sind Müritz-Fischer. 7 Männer auf dem Weg in einen ihrer Karpfenteiche. Allen voran Jan Leheis. Gemütliches Ziel. Der erste Fischzug der Saison. Wir setzen jetzt hier die Teichwade aus, mit denen wir die Fische jetzt quasi umzingeln und einfangen. Sie klatschen, Kai. Immer ja auch. Und mit dem Klopfen scheue ich mir die Fische nach vorne. Die Wade, so nennt man das 21-Meter-Netz. Es wird über den Teichboden gezogen. Unten dran Gewichte, damit die Karpfen nicht ausbüchsen können. Nach dem ersten Tag haben sie immer Muskelkater. Und heute ist es noch relativ warm. Bis Mitte November, wenn vorher kein Eis kommt, stehen die Teichfischer jeden Tag im knietiefen Wasser. Insgesamt 26 Teiche müssen abgefischt werden. Ja, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, weil jetzt wird es flach hier vorne. Ja. Ne? Versucht man noch, so weit wie es geht. Und dann erstmal die andere Seite nochmal. So 6 bis 7 Tonnen Karpfen.
Das wäre eine gute Ernte für diesen Teich. 2,5 Jahre haben die Männer um Jan Leheis die Fische im Teich gehegt und gepflegt. Vom Laich an bebrütet, täglich gefüttert, bewacht. Jetzt ist das Wasser abgelassen worden. Wie viel Fisch tatsächlich drin ist, jedes Mal eine Wundertüte. Am Zwischenbecken verschafft Jan Leheis sich den ersten Überblick. Wenn mehr Augen reingucken ins Netz wie raus, dann ärgerst du dich. Naja, für den Anfang schon mal ganz gut. Dadurch, dass das warm ist, standen die Fische ja, hat man gesehen, beim Reinlaufen ziemlich breit alle. Also, das sind noch lange nicht alle Fische aus dem Teich. Also dieser Teich war ja mehr oder weniger eine Kormoran-Ablenkfläche. Da sind wir ganz froh, dass überhaupt noch ein Fisch drin ist. Also wir rechnen ja schon bei der K2-Produktion, also einsämmerigen Karpfen zum zweisämmerigen Karpfen, alleine bei Mitbewachung schon mit 60% Verlust. Nur was der Kormoran unter Reihe wegfrisst. Trotzdem lässt sich der erste Tag gut an. Die zwei sömmrigen Karpfen werden sortiert, allerdings nicht, um als Klassiker zu Weihnachten auf dem Teller zu landen. Die großen, so knapp 2 Kilo schwer, werden an Angelvereine nach Brandenburg verkauft. Die kleinen landen später wieder im Teich, müssen noch ein Jahr wachsen. Zander filetieren hat er von seinem Vater gelernt. Vor über 50 Jahren. Die Zillmanns aus Fipperow an der Müritz waren schon immer Fischer. Der Vater, der Großvater, der Urgroßvater. Leben kann man davon. Wir leben ja auch davon. Man darf nicht zu viele Ansprüche haben, aber man kann davon leben. 5 Angelkähne, 2 Ferienwohnungen und ein Imbiss gehören mit zum Fischereihof. Das war zu DDR-Zeiten nicht so. Da ging es nur ums Fischen. Eines ist allerdings geblieben. Der Verkaufsschlager schlechthin. Räucheraal. Vor der Wende war er mehr wert als die DDR-Mark. Er ließ sich gut tauschen. Zum Beispiel, wenn die Fischereigenossenschaft einen neuen Lieferwagen brauchte. Zum Beispiel das Multikawerk damals hatte bei uns eine Ferienwohnung in Röbel, den sie gemietet hatten. Also dann für uns, und dadurch kriegten wir jedes Jahr einen Multika. Nicht, natürlich nicht umsonst, aber wir kamen wenigstens da mal ran. So eine Zeiten haben wir alles mit durchgemacht. Jeden Tag schmeißt er den Räucherofen an. Neben Aal landen Saibling und Forelle im Rauch. Und natürlich diese hier, die so aussehen wie Heringe, aber keine sind. Die kleinen Maränen. Die gibt es nur hier in der Müritz. 2 Stunden steht Günther Zillmann täglich vorm Räucherofen. Wenn er nur eine Minute zu spät die Türen öffnet, ist die ganze Ladung verkokelt. Wenn der Chef räuchert, kümmert sich Sebastian Hilgert ums Geschäft. Er hat hier in Fipperow gelernt und sich am Anfang gewundert, warum die Lehrlinge von den ganz alten Fischern etwas hämisch die Schrippenschmierer genannt werden. Ganz große Flexibilität. Man ist ja nicht nur noch auf dem Seefahren, sondern auch mit dieser Direktvermarktung. Das heißt, es ist ziemlich umfangreich, alles mit Räuchern, Fische verarbeiten, bearbeiten und halt diese Direktvermarktung. Mit Bratkartoffeln braten, sag ich mal, Zanderbraten, Brötchen belegen und sowas. Das ist schon sehr umfangreich. Ums Zanderbraten kommt Sebastian heute herum. Auch wenn das Mittagsgeschäft gerade brummt. Das letzte Angelboot muss noch raus.
Auch das gehört zum modernen Fischerdasein dazu. Ein süddeutsches Männertrio hat die 70 Euro für Boot- und Touristenangelschein investiert. Dafür können sie heute so lange angeln, wie sie wollen. Sebastian hat nie darüber nachgedacht, etwas anderes zu werden. Oh, ja, dann nochmal an alle. Petri Heil, schönen Tag. Ja, Petri, danke, danke. Das liegt ganz sicher daran, dass sein Vater ihn schon als kleinen Jungen mit aufs Wasser genommen hat. Der Mann in Orange, beim Abfischen auf der anderen Seite der Müritz. Er wollte nichts anderes, weil früher war ich ja auch schon mal ein Pro-Fischer, zu Ostzeiten. Und seit dem an wollte er schon immer Fischer werden. Nach 5 Stunden ist der erste Fischzug fast geschafft. 3,5 Tonnen Karpfen sind es dann doch geworden. Nicht schlecht für den Anfang. Morgen steigen die Männer um Jan Leheist noch einmal in den Teich, ziehen den Rest. Die mittelgroßen Karpfen, so zwischen 1 und 1,5 Kilo, werden ganz zum Schluss verladen. Sie ziehen quasi um, vom Teich in einen echten See. 320 Kilo lebender Fisch landen auf dem LKW. Der Mann auf dem Bagger kann das aufs Gramm genau abwiegen. 4 Stunden halten die Tiere in den Plastikbottichen aus, ohne dass Sauerstoff zugeführt werden muss. Die Fahrt dauert nur eine halbe Stunde. Am Rönnbergsee wartet Günther Zillmann auf seine 250 neuen Schützlinge. Einmal im Jahr setzt er Karpfen ein. Für die Angler und für seinen Fischereihof. Er bekommt sie von den Müritzfischern. Kostenlos. Jetzt kommt Wasser. Schöne Karpfen, aber ein Jahr, dann sind sie schon die Größe, dass sie noch zum Verzehr genommen werden können. Also nächstes Jahr für die Angler. Und hoffentlich für uns auch ein paar, dass ein paar für uns da drin bleiben, die wir im Herbst dann rausfangen können. Nur in 2 Jahren, wenn sie noch größer sind, da hoffen wir ja drauf. Darum machen wir so einen Besatz. 1 Stunde brauchen die Karpfen, um den Schlamm und den Stress aus den Kiemen zu spülen. Dann verschwinden sie. Und ein Jahr lang, mindestens, sieht auch Fischer Günther Zillmann sie nicht wieder. Die Millionenstadt Hamburg bietet jedes Jahr im Herbst, wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, die Bühne für ein einzigartiges Naturschauspiel. Die stärksten Hirsche Deutschlands locken Naturfreunde aus ganz Europa in den Duvenstädter Brook. Für Förster Jan Malzkat bedeutet das Hochsaison. Wenn die Hirsche anfangen zu röhren, das markiert einfach so im Jahresverlauf für mich einfach so eine bestimmte Zeit. Es läutet den Herbst ein. Das ist nicht immer ganz schön. Der Förster hat die Hoheit über die 780 Hektar Natur. Hamburgs zweitgrößtes Naturschutzgebiet. Feuchtwiesen, Schilffelder, Moor-Sumpflächen und die Heide im Duvenstädter Brook sind Heimat einer besonders vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Neben dem Rotwild leben hier auch Füchse, Wildschweine, Rehe und Dammwild. Doch der Rothirsch mit seinem riesigen Geweih ist für die Besucher die größte Attraktion. Einige legen regelmäßig ihren Urlaub in diese Zeit. Seit 30 Jahren kommen wir hier, weil uns das interessiert. Gerade die Hirschbrunft, ja, weil man die ja nur einmal im Jahr hört und sieht. Doch bei der Paarung legen die Hirsche Wert auf Intimsphäre.
Nur wenn sich die weiblichen Tiere aus dem Dickicht zum Äsen heraustrauen, zeigen sich auch die Hirsche. Die kommen ja aus dem ganzen Gebiet hier, vom Segeberger Forst und so, die starken Hirsche, um sich hier zu verewigen. Man hört das Röhren von dort. Renate und Roland Schwesig kommen mehrmals wöchentlich hierher. Mehr als 50 Rothirsche ziehen zur Brunft in den Duvenstädter Brook. Leider nicht zu sehen. Enttäuschte Besucher trifft er häufig. Wenn man denn das große Glück hat, mal innerhalb einer Stunde mehrere Rehe oder auch das Rotwild sehen zu können, dann ist das schon wirklich was Besonderes. Da muss man dann auch froh drüber sein. Also allzu hoch darf man die Erwartungen dann immer nicht stecken. Es ist immer noch freie Natur und eben kein Tierpark oder ein Zoo oder sonstiges. Ein echter Hirsch-Fan steht auch mitten in der Nacht auf. Denn gerade in der Morgendämmerung sind die Chancen besonders gut, gleich mehrere der prächtigen Wildtiere beobachten zu können. Er hat in solchen Stunden schon beeindruckende Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Gernot Maas. Seinen gesamten Jahresurlaub verbringt er hier. Im Brook bekommt jeder Hirsch einen Namen. Das ist der sogenannte Freiherr. So ein 6-jähriger Hirsch. Mit tollem Geweih. Gernot Maas hat in 35 Jahren ein Archiv aufgebaut, das Leben jedes einzelnen Hirschen dokumentiert. Kann man jetzt vor allen Dingen am Geweihaufbau unterscheiden. Jeder hat so eigene individuelle Merkmale im Geweih. Und wenn man die gut kennt, erkennt man das auch relativ schnell. Während der Brunft möchte er jeden Hirschen mindestens einmal ablichten. Das ist der Schwierige. Sechsjähriger Hirsch. Es war schwierig, als er jung war, den zu erkennen. Der machte ein paar Schwierigkeiten und deshalb wurde es der Schwierige. Allein der Platzhirsch darf die weiblichen Tiere, das sogenannte Kahlwild, um sich scharen. Neben Buhler muss er ständig vertreiben. An dem Röhren kann der andere Hirsch ungefähr abschätzen, wie stark der Gegner sich fühlt. Also die Hirsche hören da mehr draus als wir. Die können da genau hören, wie viel Aggressivität und auch Kampfbereitschaft dahinter steckt und müssen dann selber einschätzen, ob sie darauf eingehen wollen und eventuell sich im Kampf stellen wollen oder lieber doch sich dann zurückziehen. Gernot Maas hat an diesem Morgen Glück. Vor seinem Beobachtungsstand versucht ein Hirsch durch Flehmen herauszufinden, welches der weiblichen Tiere paarungsbereit ist. Er erkennt es am Duft. Der Platzhirsch begattet während der Brunft bis zu 6 weibliche Tiere. Das ist schon anstrengend für den Hirsch. Und die sind ja auch am Ende der Brunft sehr erschöpft und nehmen erheblich an Gewicht ab. Viele tragen Verletzungen davon. Aber das ist natürlich der Höhepunkt des Jahres für den Hirsch. Die Fortpflanzung steht an erster Stelle im Grunde. Und darauf arbeiten alle hin, das ganze Jahr. Ein Platzhirsch kann während der Brunft bis zu 40 Kilogramm an Gewicht verlieren. Der Duvenstädter Brook ist für das Rotwild der perfekte Lebensraum, denn ursprünglich waren sie Steppenbewohner. In vielen anderen Gebieten muss das Wild zurückgezogen in den Wäldern leben, weil die offenen Flächen landwirtschaftlich genutzt werden. Anders der Duvenstädter Brook. Der gilt mit seinen vielen Feuchtwiesen sogar weltweit als Wiege kapitaler Hirsche. Wer Glück hat, kann hier einen bis zu 230 Kilogramm schweren Spitzenhirsch aus nächster Nähe sehen. Glück. Die zeigen sich einfach nicht. Die mögen uns heute nicht. Ja. Aber wir haben doch sonst immer Glück gehabt. Können wir mal gucken, vielleicht kommt da ja was raus, ne? Geduld muss man immer bei der Jagd oder auch beim Beobachten mitbringen. Da kann man nicht sagen, ist gut, ich habe heute Erfolg. Dann sind sie eben mal 8 oder 12 Stunden umsonst hier gewesen. So was gibt es. Im Jahr zieht es rund 100.000 Besucher in den Brook. Die Hälfte von ihnen kommt allein zur Brunft des Rotwilds. Jan Malskat sperrt deswegen jedes Jahr im Herbst einen Teil der Wege. Gerade in dieser Zeit, wo die Brunft ist, vor allem das weibliche Wild ist sehr empfindlich, die Hirsche können eine Menge ab.
Und in der Zeit ist es eben wichtig, dass die Leute, die herkommen, sich sozusagen an dieses Betretungsverbot auch halten und wirklich nur auf den Wegen sind. Auch das Mitführen von Hunden ist hier strengstens untersagt. Wenn sich das Wild gestört fühlt, dringt es immer tiefer in die Wälder. Dann spielt sich das einzigartige Naturschauspiel nur noch im Verborgenen ab. Immer wieder muss Jan Malzkat einige Besucher verwarnen oder sogar ein Bußgeld verhängen. Können Sie noch mehr sagen, wo sind die genau gegangen? Die sind hier vorne über die Spitze und dann nach links abgebogen. Die beiden Herren hatten eben Leute gesehen, die da so ein bisschen scheinbar abseits des Weges waren. Haben Sie es? Die anderen beiden sind auch Förster und wissen, wie wichtig der Schutz der Wildtiere ist. Meistens haben sich die Neugierigen bereits aus dem Staub gemacht, bevor Jan Malzkat sie ermahnen kann. So wichtig das ist, dass man den Leuten dieses Gebiet auch näher bringt und zeigt und darüber informiert. Aber so hat doch zu viel Information zur Folge, dass immer mehr Menschen kommen, sodass das, was wir eigentlich schützen wollen und erhalten wollen in dieser Form, gar nicht mehr möglich ist. Dass es noch erlebbar wird für die Leute. Also es kehrt sich dann ins Gegenteil um. Den kennen wir auch. Gernot Maas ist von früh bis spät abends im Brook unterwegs. Oh, moin. Wenn sein Brunfturlaub vorbei ist, arbeitet er wieder als Altenpfleger. Hallo, Herr Maas. Wir kennen uns sozusagen von der ersten Minute an und arbeiten gern und auch ganz eng zusammen, was so die Kommunikation über welcher Hirsch steht wo und wie verhält sich das Wild im Lebensraum, wo gibt es Störungen, was kann man verbessern, verändern. Und insofern ist er ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich auch. Wenn Jan Malzkat im Wald eine Geweihstange findet, zeigt er sie Gernot Maas. Der Experte kann ihm dann sofort sagen, zu welchem Tier sie gehört. Ja, das ist der sogenannte Hochmeister. Das ist also sein letztes Geweih. Und das sind seine Abwurfstangen, die er im Laufe des Lebens getragen hat als Geweih. Immer im Frühjahr wächst dem Hirsch ein neues, aus Knochensubstanz gebildetes Geweih. Es ist anfangs mit einer Basthaut überzogen und sehr schmerzempfindlich. Jedes Jahr verzweigt es sich weiter. Ein Jährling mit nur zwei schmalen Spießen kann im zweiten Jahr schon ein Geweih mit vier oder sechs Enden gebildet haben. Erst im Juli ist das neue Geweih ausgewachsen und die Basthaut löst sich langsam von den Knochen. Aufgrund der guten Nahrung, die die Rothirsche hier vorfinden, sind ihre Geweihe auffällig groß. Ein Hirsch aus dem Brook steht mit einem Geweihgewicht von 14,6 Kilogramm weltweit an der Spitze der Rekordgeweihe. In einer harten Saison, die so ein Hirsch durchmacht, das heißt Kampf mit Nebenbuhlern, Schlagen im Geweih zum Präsentieren, bricht natürlich gerne mal das eine oder andere Ende ab. Beziehungsweise die nutzen sich auch ganz stark ab, weil man muss sich vorstellen, über Wochen reiben die Geweihe aneinander. Und das sind auch die Geräusche, die man dann nachts durch den Wald klingen hört. Der Rothirsch mit dem größten Geweih ist nicht automatisch der Platzhirsch. Die Position muss er sich erkämpfen, durch Geschicklichkeit und Kraft. Verliert er den Kampf, nimmt der Sieger seine Position ein. Ziel dieser Auseinandersetzung, die Hirsche miteinander haben in der Brunft, ist nicht, sich gegenseitig zu töten, sondern miteinander die Kraft zu messen. Und der Stärkere hat dann in der Regel auch Chancen, sich zu vermehren oder einen bestimmten Platz zu behaupten. In dem Moment, wo die beispielsweise diese Enden nicht hätten, sondern nur noch so einen langen Spieß, der dann noch spitz wäre oder vielleicht nur ein Ende, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der da durchsticht und dann werden die Hirsche praktisch auch oder der Kontrahent im Kampf möglicherweise auch schwer verletzt, wird geforkelt, wie man sagt, und dann kann es auch zu Todesfällen kommen. Fast jedes Jahr stirbt ein Hirsch durch den Kampf mit einem Kontrahenten. Gernot Maas macht zusammen mit dem Hamburger Naturschutzbund jedes Jahr Führungen während der Brunft. Meistens, wenn es zu dämmern beginnt, denn auch abends sind die Hirsche besonders aktiv. Renate und Roland Schwesig haben sich dem Experten angeschlossen. Noch immer haben sie keinen Rothirsch zu Gesicht bekommen. Das Wild war
da, wo wir hinwollen heute Morgen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und die waren auch ganz aktiv. Das heißt, die werden dann irgendwann doch rausstreben, auch wenn ein paar Störungen sind. Die wollen dann raus und ich hoffe noch bei Licht, dass wir sie dann auch sehen können. Sogar Kinder nehmen an solchen Führungen teil, obwohl sie stundenlang mucksmäuschenstill auf ihrem Beobachtungsposten ausharren müssen. Dass sich bei den vielen Menschen ein Hirsch aus dem Dickicht traut, das Ehepaar Schwesig ist da skeptisch. Bisher hören sie nur das Röhren weit entfernt aus dem Schilf. Aber auch wenn die Besucher keinen Hirsch sehen, gehen sie trotzdem zufrieden nach Hause, erklärt Gernot Maas. Freie Natur hat eben doch noch irgendwie einen besonderen Reiz. Und das ist für viele schon ein besonderes Erlebnis. Da hält man aus. Es sind ja auch sehr viele Leute, die jedes Jahr immer wieder kommen und einfach das immer erleben möchten und dem auch entgegenfiebern. Jedes Jahr warten sie darauf, dass es wieder losgeht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Zwischen den beiden Burgen. Ja, ja. Das Wahnsinn ist das. Auf diesen Anblick haben sie so viele Stunden gewartet. Siehst du ihn? Ja. Schön braun verfärbt, starkes Geweih und leuchtet hier rüber. Der sogenannte Hexer hat sich endlich aus dem Schilf herausgetraut. Der Dovenstädter Brook ist eigentlich die Heimat der weiblichen Tiere. Die Hirsche kommen nur zur Brunft hierher. Den Rest der Zeit verbringen sie vom Kahlwild getrennt in den umliegenden Gebieten. Die meisten kennen das eben nur vom Fernsehen oder so. Und hier kann man es eben relativ gut erreichen und dann das direkt vor der Tür der Stadt hier erleben. Und das ist natürlich was Besonderes auch. Ne? Die meisten Hirsche wagen sich allerdings erst dann aus dem Dickicht, wenn die Menschen wieder zu Hause sind. Wenn der Duvenstädter Brook nur ihnen und den Hirschkühen gehört. Im Herbst steht bei dem Rotwild eben die innere Uhr auf Frühling.